Jetzt stelle ich euch das Kondom vor. Und das Kondom ist meiner Meinung nach ein ziemlich cooles Verhütungsmittel. Warum? Weil es nicht nur vor einer ungewollten Schwangerschaft, sondern auch vor sexuell übertragbaren Infektionen schützt. Und außerdem Frauenkondom macht das kein weiteres Verhütungsmittel. Also Frauenkondom und Kondom sind die Verhütungsmittel, die überhaupt als einzige auch vor sexuell übertragbaren Infektionen, also den Geschlechtskrankheiten, schützen. Deshalb finde ich die ziemlich cool. Ja. Also ich erzähle euch erstmal etwas darüber, was ihr beim Kauf beachten solltet, dann etwas darüber, wie sie gelagert werden sollten und dann, wie sie angewendet werden, also wie ein Kondom übergezogen wird. Genau, also erstmal, ihr wollt ein Kondom kaufen gehen, bitte nicht aus dem Automaten, also Obacht bei Automaten. Warum? Ein Automat, der draußen im Freien steht und da strahlt die Sonne drauf. Also ihr wisst ja nicht, ob da irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt im Jahr die Sonne darauf strahlt. Da könnte es eben sein, dass das Gummi da drin heiß wird, das Kondom. Und dann, also Hitzeeinwirkung sorgt dafür, dass ein Kondom porös wird. Das reißt dann schneller beim Sex. Deshalb, weil ihr nicht da die ganze Zeit neben dem Automaten stehen könnt und gucken könnt, wird der warm oder nicht, da lieber drauf verzichten. Jetzt sagt ihr vielleicht, naja, Tankstellentoilette, da gibt es ja auch Kondomautomaten. Habt da recht. Halte ich für, also wäre schade ums Geld, falls das Haltbarkeitsdatum abgelaufen wäre. Ja, also die werden nicht unbedingt alle immer wieder gewartet und geguckt, sind die alle noch haltbar, die Kondome, die da im Automaten sind. Und da ihr nicht wisst, wie oft werden da Kondome rausgezogen und nachgefüllt, könnte es eben rein theoretisch sein, dass ihr ein Kondom rauszieht, was nicht mehr haltbar ist. Und das wäre dann einfach schade, weil ihr dürftet es nicht mehr verwenden, denn ein Kondom, was nicht mehr haltbar ist, also wo das Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist, das schimmelt jetzt nicht oder so, aber das wird eben auch porös. Ja? Also das Gummi wird porös und dadurch kann es schneller reißen. Und ja, das wollen wir halt nicht. Ne? Deshalb würde ich sagen, Automaten sind jetzt nicht so die beste Kaufquelle für Kondome. Stattdessen, Kondome gibt es fast überall. Im Supermarkt, im Drogeriemarkt, in der Tankstelle, im Internet, wo auch immer. Ja, also kauft Kondome an Ort und Stelle und zieht nicht blind aus dem Automaten. Das wäre erstmal sinnvoll. Genau, dann ist es noch sinnvoll, keine Scherzartikel-Kondome zu kaufen. Also es gibt zum Beispiel so Kondome mit Teufelshörnchen und leuchtende Kondome, also im Dunkeln leuchtend und so, ne? Tolle Sache. Macht keinen Sinn, um zu verhüten, macht vielleicht Sinn, um es lustig zu finden, um Spaß zu haben, aber sie sind nicht, es sind keine Verhütungsmittel. Ja, also die sorgen nicht für eine sichere Verhütung. Deshalb, wenn ihr verhüten wollt mit Kondom, da bitte Abstand von nehmen. Genau. Jetzt geht ihr also irgendwo hin und wollt ein Kondom kaufen. Und das, was ihr auf jeden Fall beachten sollt, das erzähle ich euch jetzt. Ansonsten dürft ihr alles machen, wie ihr wollt. Also ihr dürft welche mit Gleitgel und ohne Gleitgel kaufen. Ihr dürft mit Noppen und verschiedenen Farben und Geschmäckern und sonst was kaufen. Das ist mir egal. Was mir nicht egal ist, sind folgende drei Dinge. Auf der Kondompackung muss das CE-Zeichen drauf sein. Das CE-Zeichen bedeutet, das Kondom wurde elektronisch überprüft, also die Kondome, die in dieser Packung sind. Das heißt, die wurden sozusagen einmal durchleuchtet und da wurde geguckt, ob es gröbere Unebenheiten gibt oder so und die Gummis wurden aussortiert. Das ist also ein Qualitätszeichen sozusagen. Dann gibt es auf der Kondompackung so eine sehr kleine Sanduhr und da steht ein Datum drauf. Dieses Datum muss in der Zukunft liegen, denn das ist das Mindesthaltbarkeitsdatum. Also nee, das ist das Haltbarkeitsdatum. Und nach diesem Datum darf ich ein Kondom nicht mehr verwenden, weil es dann eben porös sein kann. Und dann steht im Kleingedruckten nominale Breite so und so viel Millimeter. Und das ist ganz wichtig, dass ihr wisst, welche nominale Breite an Kondomen ihr für euren Penis braucht, also für den Penis, um den es geht. Warum ist das so wichtig? Weil Penisse unterschiedlich groß sind. Ja. Ja. Und wenn ich jetzt ein zu großes Kondom habe, dann also müsst ihr euch vorstellen wie bei Schuhen. Ja? Ihr habt, also Menschen haben unterschiedlich große Füße, deshalb brauchen sie unterschiedliche Schuhgrößen. Wenn ihr zu große Schuhe tragt, dann schlappt ihr da so drin rum und wäre unangenehm beim Laufen und es könnte auch sein, dass ihr den Schuh verliert, ja, weil es einfach, weil eure Ferse da hinten immer rauskommt und so. Und das Gleiche ist bei Kondomen. Wenn euch ein Kondom zu groß ist, dann würde das eben, könntet ihr verlieren beim Sex, ne? Könnte abrutschen und dann die Spermien alle rausschwimmen und
wäre es umsonst. Das andere, was sein könnte, zu kleine Schuhe, ist ganz unangenehm zu tragen, kneift und sorgt für Druckstellen und gehen auch schneller kaputt, zu kleine Schuhe, ne, weil die einfach zu prall gefüllt sind. So, wenn ihr jetzt ein Kondom habt, das euch zu klein ist, das würde dann eben auch kneifen, unangenehm sein, ich würde es schon überhaupt nicht so gut drüber kriegen und dann würde es eben auch, wäre die Chance, dass es schneller kaputt geht, einfach höher. Deshalb bitte ein passendes Kondom finden. Erzähle ich euch gleich, wie ihr das findet. Vorher noch eins: Kondomhersteller sagen manchmal, naja, probier mal ein kleineres Kondom aus. Also eins, was zu eng ist sozusagen, weil du dann spürst du mehr oder so. Oder sie sagen, ja, wenn du immer total schnell kommst, dann nimm mal ein größeres Kondom, dann spürst du nicht so viel. Mag ja so sein, macht aber keinen Sinn, wenn ich sicher verhüten will. Ne? Denn zu großes Kondom rutscht ab, zu kleines Kondom wird gesprengt und das wäre beides blöde. So. Wenn ihr sagt, ach, ich spüre immer so wenig, dann gibt es eben Gummis, die besonders dünn sind. Wenn ihr sagt, boah, ich komme immer so schnell, dann gibt es eben Gummis, die so ein Mittel innen drin haben, das dafür sorgt, dass ich nicht so schnell komme. So eine Art Betäubungsmittel. So eine Art. Genau. Das macht dann mehr Sinn, denn die richtige Größe sollte es schon sein. So, wie findet ihr denn jetzt die richtige Größe für euren Penis raus? Also die richtige Kondomgröße. Also, das ist jetzt mal mein Penis. Es geht nicht um die Länge, es geht um die Breite. Nominale Breite, so und so viel Millimeter steht auf der Kondompackung drauf. Und jetzt braucht ihr ein Kondometer. Ich habe euch das mal nachgebastelt, weil ich euch das nicht zeigen darf. Ja, also das ist von der BZGA, von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Da kann ich mir kostenfrei ein Kondometer nach Hause bestellen oder es auch als PDF runterladen und ausdrucken und selbst basteln. Ich darf es aber jetzt hier gerade nicht zeigen. Was ich aber mache, ist, euch einen Link unten unter das Video zu setzen, wo ihr so Kondometer beziehen könnt bei der BZGA. Genau. So, und dann nehmt ihr euch einen steifen Penis, um den es gehen soll. Und der muss steif sein, das ist wichtig. Und das Kondometer. Und dann wickelt ihr das um die dickste Stelle eures steifen Penises drum. Ne? Also guckt ihr, wo ist es am dicksten. Und dann wickelt ihr das drum. Wickelt ihr drum. Und dann guckt ihr durch dieses kleine Loch im Kondometer. Und da seht ihr eine Farbe gelb. Sehe ich. So. Merkt ihr euch die Farbe? Stellt ihr euren Penis weg. Und dann steht auf eurem Kondometer drauf, also bei rosa hätte jetzt gestanden, also wenn ich rosa gehabt hätte, stände da nominale Breite 49 mm und kleiner. Probier mal kleine Kondome aus. Bei gelb steht 52 mm nominale Breite, das ist also die nominale Breite, die ich für meinen Penis benötige. Und hier bei blau steht 55 mm nominale Breite und größer. Probier doch mal größere Kondome aus. So, warum steht bei 52 mm nominale Breite nichts weiter? Weil das so der Klassiker ist, also so die Durchschnittsgröße. Ja? Also die allermeisten steifen Penisse brauchen 52 mm nominale Breite. Deshalb sind die allermeisten Kondome auch mit dieser nominalen Breite ausgestattet. Genau. Ja, so, ich weiß also, ich gehe jetzt shoppen, ne? Und weiß CE-Zeichen, Haltbarkeit. Und ich weiß meine Penisgröße, meine Kondomgröße und dann kann ich mir schöne Kondome kaufen. So, habe ich jetzt gemacht. Jetzt ist es wichtig, dass ich die gut lagere. Ihr habt eben schon gehört, Hitzeeinstrahlung ist doof, deshalb bitte nicht auf der Heizung oder im Auto. Im Sommer wird es auch ganz heiß, jetzt nicht im Handschuhfach oder so. Also versucht sie, ihr müsst sie nicht in den Kühlschrank legen, ne? Nee, aber versucht sie so vor größeren Hitzequellen fernzuhalten. Dann solltet ihr sie nicht unbedingt im Portemonnaie tragen, denn wenn ich so ein Gummi im Portemonnaie trage und das dann am besten noch in der Arschtasche oder so, dann wird das so hin und her gerieben und bekommt einfach Reibung ab. Und wenn da Reibung drauf kommt, dann kann das Kondom eben schneller kaputt gehen. Ja, und ihr solltet die auch nicht irgendwie so behandeln oder so, sondern liebevoll und vorsichtig. Wie wende ich das jetzt an? Also, ihr braucht einen Penis und ihr solltet das drüber ziehen, bevor der Penis eben in irgendwo eingeführt wird, ja, wo eben kein Sperma reinkommen soll. Jetzt hat
Achso, auf jeder Kondompackung steht, auf jeder, also auf jedem einzelnen Kondom steht auch nochmal das Haltbarkeitsdatum drauf und auf der und irgendwo auch das CE-Zeichen. So. Bevor ihr dieses Ding jetzt aufmacht, fühlt ihr einmal. Und wenn ihr merkt, okay, da ist noch so ein Luftpolster, dann dürft ihr das Kondom noch nehmen. Wenn es jetzt so machen würde, dann dürftet ihr es nicht mehr nehmen, dann wäre irgendwo ein Loch drin, zumindest in der Packung, und dann könnte auch das Kondom beschädigt sein. Also einmal fühlen. Ja, Luftpolster ist da. Und jetzt einmal an diesem Riffelrand hier, so eine Riffelkante, da kann ich das gut aufreißen, mit den Fingern aufreißen. Nicht mit den Zähnen, nicht mit einer Schere oder sonstigen Gegenständen, sondern mit den Fingern. Und jetzt bitte auch aufpassen, wenn ihr krasse Fingernägel habt, wenn ihr Ringe tragt, wenn ihr Intimpiercings habt oder so, dann könnte das eben alles dafür sorgen, dass das Kondom beschädigt wird. Deshalb da bitte vorsichtig sein. Also Riffelrand, möglichst hier an der Seite aufreißen, dann schiebt ihr das Kondom raus und dann pustet ihr. So. Na, will nicht. Also, so rum ist falsch rum. Ja, wenn ich jetzt versuchen würde, das abzurollen, es würde nicht funktionieren, weil dieser Rand hier, der ist nach innen gedreht. Mal in die andere Richtung pusten. So muss es aussehen, wie so ein kleiner Hut. Ja, also der Rand ist jetzt nach außen gedreht. Jetzt könnte ich das abrollen. So, warum sage ich pusten und nicht mit dem Finger hin und her schieben? Weil ihr mit eurem Finger da winzig kleine Löchlein reinmachen könntet. Ihr würdet die gar nicht sehen, die Spermien würden sie finden. Ja, also deshalb auf jeden Fall pusten. Wenn ihr es jetzt einmal aus Versehen falsch rum drauf tut und versucht runterzuziehen, dann merkt ihr, oh, falsch. Jetzt bitte nicht einfach umdrehen und es andersrum drüber ziehen, denn jetzt könnte rein theoretisch schon ein Hauch Sperma hier auf dieser Seite sein und dann wären die ja sozusagen, würden die nach vorne geschickt in die Scheide hinein, weil sie dann eben nach außen gestülpt da reinkämen und das wäre ärgerlich. Deshalb, wenn ich es einmal falsch rum drauf hatte, wegwerfen, neues nehmen. Genau, deshalb, weil es ja auch blöd wäre, so ein unbenutztes Gummi wegzuwerfen, bitte pusten anstatt mit dem Finger und gucken vorher. Gucken, ist wichtig. So, jetzt habt ihr richtig gepustet und dann nehmt ihr hier dieses Hütchen und drückt da die Luft raus. Und das ist wichtig, weil da soll nachher das Sperma rein. Wenn ihr das jetzt nicht zudrückt, dann hat das nicht so viel Platz. Dann nehmt ihr euren Penis, sollte die, der ist jetzt steif und sollte die Vorhaut noch nicht komplett zurückgezogen sein, weil das zum Beispiel eine lange Vorhaut ist oder so, dann würde ich die jetzt noch bis zum Eichelkranz zurückziehen. Und dann zieht ihr das über, also haltet hier oben mit der einen Hand fest und mit der anderen Hand, also ihr haltet das fest, bis das über die Eichel ist und dann rollt ihr das einfach ab. So sieht's aus. Und jetzt kann man Sex haben. Wichtig ist, falls ihr Gleitgel verwendet, bitte nur wasserlösliches Gleitgel, denn ölhaltiges Gleitgel würde jetzt dafür sorgen, dass das Gummi kaputt gehen kann. Also auch keine Butter, kein Massageöl oder sonst was, sondern was auf Wasserbasis, wenn ihr Gleitgel haben wollt. So, jetzt können die Sex haben und dann passiert es beim Sex, dass der Mensch mit dem Penis kommt und dann also einen Orgasmus hat, einen Samenerguss und dann kommt das Sperma vorne raus und sammelt sich hier drin. Ja, kommt nicht raus. Jetzt ist eins ganz wichtig, wenn der gekommen ist, wenn hier jetzt Sperma drin ist, dann passiert mit dem Penis Folgendes, der wird kleiner und schlaffer. Ist normal. Und wenn der aber kleiner und schlaffer wird, könnte es sein, dass das Kondom eben jetzt, wenn er dann jetzt einfach rausziehen würde, den Penis, könnte es sein, dass das Kondom abrutscht und drinnen bleibt. Dann die Spermien sind frei und freuen sich, das wäre doof. Deshalb unbedingt beim Rausziehen aus der Scheide beispielsweise das Kondom am Penis festhalten, ne? Weil Penis kleiner, schlaffer. Gummi passt vielleicht nicht mehr so gut wie auf den steifen Penis und deshalb bitte beim Rausziehen festhalten. So, das ist wichtig. Und dann zieht ihr das Gummi ab, stellt euren Penis weg, dann macht den Knoten rein. Warum? Sperma gibt blöde Flecken auf verschiedenen Gegenständen. Jetzt schmeißt ihr das in den Müll.
nicht in die Toilette, verstopft, ist ärgerlich, da muss jemand kommen, das rausholen. Deshalb unbedingt in den Müll schmeißen. Und ganz wichtig, ein Kondom nur einmal verwenden. Ja, es gibt immer mal wieder so interessante Menschen, die sagen, ach, kann man doch auswaschen, oder? Nein, kann man nicht. Ganz wichtig, nur einmal verwenden, wegwerfen. So, jetzt ist noch wichtig, eure Hände und euren Penis waschen. Da könnt ihr jetzt noch Sperma dran sein. Und danach dürft ihr zurückgehen und tun und lassen, was ihr wollt. Ja? Genau. Auch noch wichtig ist, keine zwei Kondome übereinander ziehen. Da denken manche Menschen auch, das ist doch bestimmt sicherer. Nee, ist nicht. Ist nicht sicherer. Genau. Das war das Kondom. Ja, das war's.